Ich bin eigentlich dankbar für diese gesamte Situation, dass man die Freiheit hat, also dass ein Veranstalter wirklich auf einen zukommt und einen fragt, was möchtest du machen? Mit wem möchtest du Musik machen? Wen möchtest du mit einladen? Das sind jetzt zwei unterschiedliche Themen, die mein lieber Freund und Pianist Kaspar Franz und ich gemeinsam entworfen haben. Wir hatten schon einmal eine Mozart-Session gemacht, gemeinsam mit Andreas Ottensamer, und wo wir verschiedene Stücke von Mozart in den Kontext seiner Biografie eingearbeitet haben. Und da haben wir eben gemerkt, dass es uns relativ leicht über die Lippen kommt, auch über die Musik, die wir machen, zu sprechen. Und vielleicht auch eine andere Art von, einen vielleicht noch intensiveren Kontakt mit dem Publikum herzustellen, ohne groß jetzt didaktisch zu sein. Wir wollen jetzt niemanden unterrichten, wir machen hier kein Seminar oder so, sondern es ist eigentlich mehr so eine, wir machen Andeutungen, Allusionen, Assoziationsketten von diesen verschiedenen Themen, die wir haben. Das sind zwei diese Saison, nämlich auf der einen Seite Wagner, der Plagiator, also sozusagen die verschiedenen musikalischen Einflüsse, die Wagner aus seiner Zeit und früheren Zeiten auch hatte. Und das andere Thema ist Rollentausch. Und da geht es um Komponisten, die entweder als Filmkomponisten berühmt geworden sind und auch klassische Musik geschrieben haben, oder eben klassische Komponisten, die zu gewissen Zeiten während ihrer Biografie auch Filmmusik geschrieben haben.